Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder ein neues Video von mir. Und auf dieses Video freue ich mich ganz besonders, denn wir öffnen meine gesammelten Belohnungen der vergangenen Woche. Das heißt, wir öffnen meine Squad Battle Rewards Elite 1, Division Rivals nur Rang 3 aufgrund, weil ich halt nur diese 30 Weekend League Spiele gemacht habe. Und das ist ein guter Punkt. Dort habe ich Gold 2 geholt, 17 Siege. Ich hatte am Ende, ja, beziehungsweise der Start war ein bisschen unglücklich und das Ende hätte auch besser sein können. Aber ich glaube, für den Anfang ist das für mich auf jeden Fall in Ordnung. Und wir haben noch die Packs aus den Top-Partien, aus den UEFA-Top-Spielen. Ich habe die Haaland-Aufgaben gemacht. Also es gab ja diese Wahl zwischen dem einen Spieler und dem anderen. Ich habe mich natürlich für den Dortmund-Spieler entschieden. Und ich habe noch das garantierte Timo's Weak Pack. Und vielleicht habe ich noch ein paar andere Packs. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade keine Einsicht. Ich habe aber mit diesem Video, ja, habe ich extra drauf gewartet, weil wir natürlich das super Timo's Weak haben. Also mit Werner, Rashford, und das würde insane mein Team verbessern. Aber ich, es gab halt zum Reward-Tag direkt am Donnerstag nicht den Kane, nicht den Douglas Costa, den wir hier sehen, oder nicht den Mertens. Und meine Spekulation ist darauf, wenn ich so viele Packs öffne, habe ich halt die Chance auf so einen Spieler. Und deswegen warte ich. Ja, ich könnte auch das Video, das ist halt, wie gesagt, für mich ein Hobbyprojekt. Und ich habe hier ein RTG. Abgesehen vom Spiel fließt hier nichts weiter rein, außer viel, viel Leidenschaft und Blut und Tränen und noch ganz viel anderes Zeug. Aber egal, schauen wir uns mal. So sieht das aus, das Team hier. Rule Breakers, super interessant. Es geht natürlich jetzt schnell weiter, da ich hier nicht sehr die lange Ladefrist Zeit habe, wie auf den Konsolen zum Beispiel. Und wo fange ich an? Wollen wir uns erstmal mein Team anschauen. Was ist daraus geworden in den letzten Wochen? So sah mein Team in der ersten Woche aus. Da habe ich euch ein Starter-Team auch mit an die Hand gegeben, was ich euch einfach weiterhin empfehlen kann, wenn ihr das Spiel jetzt gerade erst begonnen habt. Das war Week 0. Und wir haben dann halt mit der Week 1, die habe ich, glaube ich, tatsächlich, da habe ich mich punktuell verbessert. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, hatte ich den gerade auch gerade drin, mit Semedo, Vinaldo. Was hatte ich noch? De Jong habe ich mich verbessert. Einige Spieler auf jeden Fall. Mit diesem Team habe ich auch meine Weekend League bestritten. Fand ich ganz in Ordnung. Also es hat mir echt viel Spaß gemacht. Und jetzt habe ich mich noch weiterhin verbessert. Und ich bin mal gespannt, wie das Team dann aussehen wird, wenn wir die ganzen Packs gezogen haben. Und ja, jetzt ich will nochmal Mannschaftsauswahl. Das ist hier One Take, genau das ist es. So sieht es jetzt aus. Warum habe ich jetzt noch, ich habe mich punktuell verbessert. Ich habe mir jetzt noch einen Gomez dazu geholt. Also die Abwehr steht jetzt. Klar kann ich jetzt einen Van Dijk nehmen oder einen Walker, einen Inform. Da könnte das Team nochmal verbessern. Aber ich muss jetzt, jetzt ist die Abwehr fertig. Jetzt kommt das Mittelfeld und der Sturm dran. Und ich habe jetzt aber noch Semedo dazu geholt, weil ich glaube, diese Karte ist schon teurer geworden. Ich habe sie für 116.000 Coins bezahlt, ist jetzt, glaube ich, schon gestiegen. Und ich will halt irgendwann mal Cristiano Ronaldo im Team haben. Und diese Karte wird unabhängig davon in der Zukunft nur teurer werden. Und deswegen habe ich ihn einmal für mich eingepackt. Und ich konnte ihn Semedo, weil er in den Packs nicht vorhanden war, gut verkaufen. Goldspielerkarte für über, ich glaube, fast 60.000 Coins. Und dann habe ich halt mir die OTW-Karte geholt, weil mit der spiele ich auch. Okay, das war es soweit von dem Team und jetzt geht's zu den Packs. Und hier haben wir nur zwei an der Zahl, aber das liegt daran, dass ich halt diese Foot Champions Spieler mir noch, ja, noch nicht geholt habe. Und die öffnen wir natürlich auch. Aber ja, wie könnte ich noch mein Team nochmal verbessern, ja? Das ist, wie gesagt, hier ein One-Take. Den Sturm wäre natürlich super, wenn ich jetzt den Werner oder einen Rashford ziehen würde. Glaube ich aber nicht dran. Ja, ein Depay wäre auch eine super Verbesserung. Ein Delaney, ja gut, den kann ich von der Bank bringen, weil ich mich auf die Premier League und auf die La Liga konzentriere. Nicht auf die Bundesliga aktuell. Da mangelt es mir an Aufstockqualitäten. Also, und deswegen bin ich jetzt mal ganz gespannt, was kommen wird. Machen wir es auch direkt auf, komplett schmerzlos, den ersten Spieler.
Ja, gut. Dann nehmen wir wahrscheinlich den schnellsten, den goldsten, den wird wahrscheinlich jeder da irgendwie immer drin haben. Das sind die Spieler, die man eigentlich hier immer drin hat. Ja, aber ich nehme hier den schnellen auf jeden Fall. 81. Gut. Ansonsten ist das halt für die zukünftige SBC. Ja, wie gesagt, Gold 2 Weekend League Rewards. Und den öffnen wir auch. Und was erhalten wir hier? Da haben wir einen Depay. Der ist natürlich schon ganz geil. Muss ich ehrlich zugeben. Spielt in der französischen ersten Liga. Spezialbewegung 5 Sterne. Das ist richtig saftig. Wirklich, das ist richtig gut. Ist jetzt nicht der schlechteste Pick. Und Florenzi ist tatsächlich auch ziemlich gut und interessant. Den kann man super auf der 6 oder auf der 8 spielen. Der sieht sogar richtig gut aus. Da überlege ich Depay oder Florenzi. Aber wenn ich jetzt nach dem reinen Wert gehe und natürlich von den... Kudo sieht auch gut aus. Ja. Aber das ist natürlich nicht unsere Wahl. Wir entscheiden uns für Depay. Den bringe ich dann von der Bank. Oder wenn ich jetzt vielleicht noch Neymar oder Mbappé, wer weiß. Ich nehme ihn mit. Ich hätte mit eh keinen gespielt jetzt. Nur von der Bank. Okay, und das sieht, ist in Ordnung. Will ich mich nicht beschweren. Manche, ich habe es natürlich gesehen. Viele haben Rashford gezogen und ich habe schon richtig Angst davor, diese nächste Weekend League zu bestreiten. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt auf unzählige Werners und Rashfords treffen werde, denn. Oh mein Gott. Naja, egal. Wir schauen uns jetzt den Shop an bei mir. Und dort gibt es einige Packs. Und wir haben hier 21 Packs. Oh, ja, das ist echt nice. Fangen wir mal vorne an. Wir haben hier ein Jumbo Premium. Dreimal Premium Goldspieler Pack. Seltenes Gold Pack. Seltenes Gold Pack. Mega Pack. Seltenes Mega Pack. Auf dich. Noch ein seltenes Mega. Noch eins. Und noch eins. Und ein Prime Electrum Spieler Pack. Beim Elektrum-Spieler-Pack, seltenes Elektrum-Spieler-Pack, gemischtes Spielerset. Okay, wir fangen aber erstmal mit dem OTW-Leihspieler an. Den können wir jetzt mal machen. Ich habe den halt nicht, ich habe das nicht öffnen können. Jetzt rattert es hier ein bisschen. Ah, die nehme ich halt einfach mit. Ist halt nichts Besonderes. Also. Da gibt es auch keine Animation, das sind halt einfach nur Leihspieler, die habt ihr in der Vorbestellerbonus bekommen. Und hier sind wir genau an dem Punkt. Wir machen die Vorbestellerkarten auf. Raus geht's nicht. Aber. Nicht so wild. Die machen wir in den Verein. Ich glaube, die sind sogar. Ah, die hätte ich alle verkaufen können. Und gut, die schmeiße ich nachher noch alle auf den Transfermarkt. Und dann machen wir weiter mit dem Vorbesteller-Pack. Ich habe es halt wirklich immer noch nicht erkannt, wann ein Walkout ist. Deswegen machen wir es bis hierhin immer. Wenn ihr mir da Tipps geben könnt, gerne in die Kommentare. Und auch hier, au. Aber wir haben ja noch einige Packs und die werden wir auch öffnen. Und wir fangen hier nicht mit dem Team of the Week an. Mal gucken, was halt noch kommt. Und ja, dann fangen wir hier, machen wir noch das Prime gemischte Spielerset auf, das kleine. Pizarro. Okay. Oh, das ist hier eine Champions League-Karte. Die haben ja immer ein bisschen an Wert. Kann man gut verkaufen. Und ansonsten kommt das natürlich alles auf den Transfermarkt. Und wir machen weiter mit den Packs hier hinten. Muss echt aufpassen, dass ich das hier nicht aufmache. Direkt weiter. Das sind die Packs aus den Top-Partien und aus den UEFA, aus den Top-Spielen. 81er. Und auch hier, ich packe die Goldspieler auf jeden Fall auf den Transfermarkt und der Rest, der kann.
kann ins Team, das wird SPC-Futter. Das ist immer gut, die zu haben. Ja. So, aber mal ganz kurz. Und auch hier wieder nur die Goldspieler. Rest wandert ins Team. Machen wir das seltene Elektrum-Spieler-Pack. Das wird schon interessanter. 12 Spieler, 6 Gold, 6 Silber, alle selten. Ja, das machen wir auf. Ja, gönnt noch nicht. Aber wieder viele Rares dabei und die sind auf dem PC halt schon. Ich weiß jetzt nicht, was ein Ork kostet. Aber die bringen halt so ihre Coins. Das wird schon recht interessant, wenn ich die nachher vielleicht verkaufe oder vielleicht im Team. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht macht es ja sogar wenig Sinn, dass ich die alle verkaufe und mir halt die Coins mitnehme. Okay, dann haben wir noch ein Prime Electrum Spieler Pack. 12 Spieler, 6 Gold, 6 Silber, 6 Selten. Mal auf. Jetzt gönn doch mal. Oh, das geht glaube ich raus. Spanien. Rechtsverteidiger. Ja. Semedo? Nee. Semedo. Gott, komm ich darauf. Sergio. Sergio Roberto. Ja. Ist okay. Also. Eigentlich auch nicht, aber wir können es nicht ändern. Ein Prime Electrum Spieler Pack und dann geht's von vorne los. Dann kommen die, beziehungsweise dann kommen die großen Packs. Und hier haben wir Moses. Und die sind Untrades. Gucken, ob ich hier den. Ja. Und der Rest wandert ins Team. Und dann machen wir weiter mit dem Jumbo. Ich glaube, das war gerade das Haaland-Pack, das Untrade. Jumbo Premium Gold Pack. Wir haben hier doppelte Größe des Premium Packs. Ein seltenes Item extra. 24 gemischte Gold-Items. Spieler und Verbrauchs-Items. 7 selten. Weiß jetzt nicht, was das für einen Wert hat. Insgesamt, boah, da kommen wir auf einige hunderttausend. Aber selbst da gönnen wir nicht. Aber auch hier haben wir wieder reichlich an Spielers. Das heißt, wie viele Coins? Jumbo Premium Gold Pack. Das machen wir noch. Danach nochmal auf. Jetzt hoffe ich doch mal. Ich glaube, das ist ein Bordspieler. Okay. Den habe ich sogar schon. Aber den habe ich, glaube ich, untrade. Ah. Everton-Fangesang. Okay. Und dann machen wir das Jumbo Premium Gold Pack noch auf. Schon 14 Minuten schon. Ich glaube, das geht nicht mal raus. Traurig. Barcelona-Spieler gerade aktuell ein bisschen was wert. Wohl auch eigentlich nicht. Catalyst Talk haben wir. Aber ich habe ja euch Spezialisten dabei, wenn ihr hier gesehen habt, ey, das hast du hier komplett vergessen. Hatten wir letztens den Fall, dass ich hier so 20k-Spiele einfach übersehen habe. Dann gerne wieder in die Kommentare schreiben. Das hilft mir ungemein. Ansonsten, ich verkaufe die ja eh dann irgendwann mal. Aber vielen Dank dafür, dass ihr da so aufmerksam seid. Premium Goldspieler Pack.
nichts als Spieler. Ja, 12 Gold, Spieler 3 selten. Und das machen wir natürlich auch auf. Ja, ich hoffe so, dass ich da meine 100k irgendwie zusammenbekomme mit den ganzen Spielern hier. Die mache ich erstmal auf jeden Fall in den Verein, sonst wird es mir jetzt langsam zu voll. Und das nächste Pack, wir haben noch zwei seltene Goldpacks. Die knallen wir auch mal auf. Das geht nicht weit. Warum kommt eigentlich immer diese fröhliche Musik? Also ich glaube, da kann man sich echt gar nicht freuen. Und dann machen wir direkt weiter. Wir haben nur noch 6 Packs jetzt hier mit diesen. Aber ich glaube, es geht nach draußen. Ja. Vertongen. So, und jetzt haben wir die Megapacks. Und eventuell noch das Team of the Week. Gönn. Okay. Ja, schön, schön, schön. Gönnt. Oh, Ansu Fati haben wir hierbei. Was hat der denn noch an Wert? Ich glaube nicht so viel, ne? Ne. Ja, jetzt haben wir 1, 2, 4 seltene Megapacks. Da muss ja was drin sein. Also muss eigentlich auch nicht, aber es ist egal. Ich habe eh schon sämtliche Hoffnung aufgegeben. Einfach nicht so das Packluck auf meiner Seite. Aber ich glaube, es geht nach draußen. Okay. Alaba. Ja. 84er. Kein Walkout. Noch gar kein Walkout. Was hat denn Alaba noch an Wert? Oh, Alaba. Ja, wenn wir so 20.000 damit machen, da wäre ich schon happy mit. Sanchez sicherlich auch eine gute Option. Oh ja. Oh ja. Sanchez ist was wert. Nimmt man mit. Das sind jetzt in diesem Pack so schon seine so 40.000, 50.000. Okay. Seltene Megapack. Nummer 2. Jetzt wird's ein Team of the Week. Ich weiß nicht wer. Neapel. Oshimen? Ja. Okay. Und was haben wir noch dahinter? Wir haben noch einen 5. Achso, der könnte ja theoretisch alles hinter sein. Einen Cater haben wir auch noch. Der. Okay, ich dachte, er wäre mehr wert. Ein Hulk, die Legende. Oh, Mukele. Kann man ja gerade als Objective Player machen. Ist auf jeden Fall auch was wert. Und Oshimen, ich glaube, der wird ja fast Abschluss sein. Ja. Fangen wir mal in den Verein. Und dann haben wir noch 2 seltene Megapacks. Also da kommt, unsere Coins bekommen wir schon zusammen, irgendwie. Und ich glaube, es geht wieder nach draußen. Belgien, Innenverteidiger, oh, bitte nicht, bitte nicht. Warum? Warum denn auch 2 Spieler? Warum sind 2 Boardspieler dieselben? Okay, der könnte immer was gut an Wert haben. Ja. Okay, Pisscheck haben wir noch dahinter. Aber ansonsten nicht so geil. Und dann machen wir das letzte seltene Megapack auf. Wir hatten wahrscheinlich einen Walkout. Ich glaube nicht. Deutschland, Witz und Torwart. Er wird ein Kevin Trapp. Okay. Damit haben wir auch die 20 Minuten schon rum. Aber
Ja, 20 Minuten pure Enttäuschung. Das war echt gar nichts. Also es war ja Halzenberg, ja, mein Gott. Das war wirklich gar nichts. Da freut man sich wirklich die ganze Woche und jetzt müssen wir halt das Team of the Week Pack aufmachen. Und hier haben wir den garantierten Team of the Week Spieler. Es kann natürlich da jeder sein, aber die Hoffnung ist groß auf einen Rashford oder Werner. Und ja, ich hoffe, ihr gönnt mir. Oh, geht's nach draußen? Geht's nach draußen? Oh nein. Oh nein. Bitte nicht. Warum? Okay, da kann auch gar nichts hinter sein. Weil ich nur einen Spieler habe. Wenn ich den wenigsten verkaufen. Also ich meine, das ist ja wirklich traurig, weil ich den noch nicht mal. Ich kann den nicht mal verkaufen und ich habe ihn wohin? Als Weekend League-Spieler gezogen und genommen. Ja, jetzt habe ich zwei davon. Das ist SPC-Futter. Ja, das ist die traurige Wahrheit. So kann es kommen, wenn man Packs im Wert von mehreren hunderttausend Coins aufmacht. Ich bin froh und ich werde sicherlich, ich bin froh, wenn ich über 100.000 Coins mit diesen Packs mache. Ja, werde ich sicherlich hinkriegen, wenn ich alles verkaufe. Aber es ist halt kein Spieler geworden, der irgendwie großartig, ich glaube, über 40.000 Coins wert ist. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne. Und wenn ihr mir ein bisschen Mitleid spenden wollt, dann drückt auf diesen Like-Button, wirklich. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um zukünftige deprimierende Belohnungsvideos zu sehen. Nein, das unterstützt mich ungemein. Vielen Dank dafür. Die Schaumaske hauen und wir machen natürlich weiter. Und in diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace!